Wenn man auf die letzten Handelstage blickt, stellt sich die Frage, wer hat recht, die Aktienmärkte oder etwa die Energiemärkte, der Ölpreis, denn der Ölpreis ist doch stärker gefallen in den letzten Tagen, die Aktienmärkte davon unbeeindruckt und es geht eigentlich um die Frage, ist Corona erledigt oder ist es eben nicht erledigt? Der Ölpreis sagt uns und andere Rohstoffe wie Kupfer, das ist noch nicht erledigt, die Aktienmärkte sagen, kein Problem, all das ist bereits hinter uns. Wir sehen das hier in diesem Chart, die Aktienmärkte sind weiter angestiegen. Vorher Nasdaq etwa und der WTI, Crude Oil, relativ gleichmäßig gelaufen, aber dann eben sehen wir, dass die Energiemärkte deutlich gefallen sind, Rohstoffe gefallen sind, die Aktienmärkte weiter nach oben. Wir sehen, dass etwa jetzt gestern ja Moderna und BioNTech deutlich gestiegen sind, weil man sagt, ja, da wird noch eine dritte Impfung notwendig sein und dann eine vierte, eine fünfte, eine sechste. Und da ist eben die Frage, wie wird sich das auswirken? Die Passagierzahlen etwa an chinesischen Flughäfen schon um ein Drittel gefallen jetzt in kurzer Zeit. Also Nachfrage, die wieder vorbeigeht, jetzt durch das Wiederaufflammen von Corona, der Delta-Variante, ja oder nein, die Aktienmärkte sagen nein, das Thema ist erledigt, die Energiemärkte sagen, dem ist nicht so. Hier sehen wir mal einen Chart von WTI Öl und sehen, bei $65 ist ein Doppelboden, der muss halten, dann hat Öl möglicherweise die Chance auch wieder nach oben zu gehen, Chart von Capital.com, by the way, meine Damen und Herren, und die divergenten Sichtweisen, die kommen auf den Punkt, etwa JP Morgan, die sagen, also wir denken, dass dieser Reflationstrade jetzt, dass die Positionierung gegen diesen Reflationstrade zu groß ist, also gegen die Auffassung, die Wirtschaft wird boomen, dadurch wird die Inflation anziehen, Nachfrage wird stark sein, Value mit einem Wort, da ist man also im Camp von Value, sagte JP Morgan, auf der anderen Seite Aussagen etwa des Chefs des mexikanischen Automobilverbands, der sagt, ja, wir wollten mit Zulieferern, mit der gesamten Autoindustrie weltweit Gespräche führen über Lieferketten, das musste erstmal auf Eis gelegt werden, weil eben wie hier aufgrund der Corona-Wiederaufflammung von Corona dazu erstmal nicht in der Lage sind. Kommen wir kurz zu den Aktienmärkten. Wir sehen minimalstes Volumen hier beim Spider, maßgebliches ETF auf den S&P 500, 46 Millionen, 38 Millionen. Wenn wir hier mal gucken, so um den 16., 19., 20. Juli 75 Millionen, 147 Millionen, 99 Millionen. Also wir sehen, da ist praktisch nichts los an den Märkten. Fuchs und Hase sagen sich geradezu gute Nacht. Und auffällig ist, dass wir immer wieder diese Übernacht-Gaps haben aus amerikanischer Sicht, dass also die Futures nach oben gezogen werden, vor allem im europäischen Handel. Das schlägt sich dann nieder in der sogenannten New York Advanced Decline Linie, also dass die Aktien, die steigen, deutlich mehr sind als die Aktien, die fallen, aber dann eröffnet der Markt und dann wird das meistens wieder so ein bisschen abverkauft. All das tut dem S&P 500 und den Aktienmärkten keinen Schaden, die steigen weiter in Richtung Allzeithochs, aber es ist vielleicht eine Distributionsphase, eine Verteilungsphase von stärkeren Händen in schwächere Hände? Fragezeichen. Jedenfalls ist das doch relativ auffällig. Wenn wir uns die Berichtssaison mal anschauen, wie die eigentlich gelaufen ist, die ist ja weitgehend jetzt abgeschlossen, sehen wir, die Umsätze sind gestiegen. Revenue 4,2%, vor allem im Energiesektor mit 12,5%. Das war hier der beste Sektor. Was noch deutlicher gestiegen sind, sind allerdings die Gewinne. Also die Unternehmen haben zwar leichten Umsatzzuwachs, aber deutlichen Gewinnzuwachs. 14,7%, hier vor allem Finanzwerte besonders stark. Nur Real Estate hat hier faktische Verluste hinnehmen müssen, ansonsten aber alles positiv. Die Frage ist, ist das der absolute Peak? Ist das der absolute Gipfel? Besser wird es nicht. Die Kombination ist sehr großartig. Wir hatten eben Stimulus von allen Seiten. Die Unemployment Benefits, das Helikoptergeld, auf der anderen Seite die Fed, die voll auf dem Gaspedal steht. Wiedereröffnung der Wirtschaft, gut für die Unternehmen, aber jetzt wird es wahrscheinlich eben etwas schwieriger. Die nächsten Quartale dürften etwas problematischer werden. Das zeigen auch die Kunden, die Großkunden der Bank of America, die eben befragt werden, ja, wie ist es zum Beispiel mit Arbeit? Ist das ein Problem? Und hier sind die Nennungen, das ist ein Problem, deutlich nach oben gegangen, 117% gestiegen, auch Supply Chain, also Lieferketten, deutlich nach oben gegangen. Die Unternehmen haben also nach wie vor Probleme mit Lieferketten, haben große Probleme offenkundig, Arbeitnehmer zu finden. Gestern ja der JOLTS Report, über 10 Millionen Jobangebote, aber nur 8,7 Millionen
Arbeitslose, das ist sozusagen das Mismatch, das wir derzeit haben, und die Nennungen von Inflation hier im unteren Chart auf neuem Allzeithoch. Also das wird ein Thema für das dritte Quartal. Nochmal zurück zur Arbeit. Hier ein Personalvermittler, der gefragt wird, also 90% meiner 400 Kunden haben echte Probleme, Mitarbeiter zu finden. Daher haben viele die Löhne bereits um 25-30% erhöht, und vor allem erhöhen sich die Löhne in den sogenannten Low-Skill-Jobs, also in den Jobs, die wenig Qualifikation erfordern, LKW-Fahrer, keine Ahnung, Kellner. Hier sehen wir, dass deren Lohnanhebungen höher sind als die durchschnittlichen Lohnsteigerungen. Das ist interessant. Und jetzt kommt diese ganze Geschichte mit der Fed noch hinzu. Wir sehen gestern Bostich, der sich geäußert hat, ebenso wie Rosengren. Beide haben gesagt, also wir sollten jetzt beginnen zu tapern, sollten also jetzt diese ultralaxe Geldpolitik ein bisschen zurückfahren. Und jetzt haben wir gleichzeitig also diesen Taper-Talk der Fed und auf der anderen Seite hier diese Anhebung der Schuldengrenzen. Das wird politisch noch ein ganz hartes Ding werden zwischen US-Demokraten und Republikanern, und möglicherweise wird das überlappen, dass die Fed also tapert und wir hier Liquiditätsprobleme haben durch eben diese ganze Debt-Ceiling-Geschichte. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Ausgangsthema, wer hat recht, Aktienmärkte oder Energiemärkte? Hier haben ja gestern schon Goldman Sachs, Bank of America, überall hat man die Wachstumserwartungen für China runtergenommen. Heute auch wieder höchster Wert jetzt der Neuinfektion in China seit dem 20. Januar. Und ich habe Ihnen oder werde Ihnen unten unter das Video wieder einen Link zur Verfügung stellen. China auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1. Da geht es um diesen Kampf der Chinesen gegen die Amerikaner. Es geht um den Kampf um die Vorherrschaft und es geht auch um den Kampf um die Wahrheit in Sachen Corona. Sprich, also die Laborthese ist das Virus aus dem Labor von Wuhan. Die Chinesen behaupten, das ist aus einem Labor aus den USA, ist im Westen kaum bekannt. All das hier in diesem Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinken werde. Schauen Sie da mal rein, vielleicht heute Morgen überhaupt. Hier sehen wir, dass die Propaganda voll hochfährt. Die Amerikaner seien die Superspreader schlechthin, so schreibt es Xinhua. 4% der Weltbevölkerung, aber 18% der Corona-Infektionen. Das ist sozusagen biologische Kriegsführung, was da passiert. Und biologische Kriegsführung ist auch das, was mit Olaf Scholz passiert in gewisser Weise. Der hat jetzt getwittert, ich habe einen Plan. Nein? Wir wissen, wie man die große industrielle Umstellung, die für den Klimaschutz notwendig ist, bewerkstelligt. Mir schwant da schon ganz Böses. Wir formulieren nicht nur Ziele, wir setzen sie durch. Daniel Stelter reagiert darauf. Die staatliche Plankommission der BRD wird zuständig für Koordinierung, Ausarbeitung und Kontrolle der mittelfristigen Perspektivpläne. Also in Richtung Planwirtschaft, wie sich das Ganze entwickeln wird. Olaf Scholz, ja ein Musterbürokrat mit Gedächtnislücken in diesen ganzen Cum-Ex und Wirecard. Geschichten, gell, da ist er dann ein bisschen schludrig, sonst ist er sehr genau und hat einen genauen Plan. Also da wartet einiges auf uns, wenn der Scholz Kanzler werden sollte, und so ganz unwahrscheinlich ist das ja nicht, nachdem Laschet und der Baerbock in den Umfragen doch irgendwie ein bisschen abstürzen, er selber in den Umfragen weiter steigt. Da könnte also eine Ampelkoalition unter einem Kanzler Scholz nicht unmöglich sein. Da schwant mir schon das Schlimmste, jedenfalls der Scholzomat. Der hat einen klaren Plan und das ist irgendwie sehr viel Plan. Das bemerkt ihr dann, ihr stellt er richtig. Und abschließend heute ja dieser Bund-Länder-Gipfel. So geht es wohl für Ungeimpfte. Die können überall hin, können in Restaurants etc., müssen aber einen Test, einen PCR-Test vorlegen. Und den werden sie selber bezahlen müssen. Das ist der derzeitige Stand der Dinge, die hier sich offenkundig ankündigen. Mal sehen, neue höhere Inzidenzwerte, derzeit die Fälle steigen wieder. Mal sehen, wer recht behält, die Aktienmärkte oder die Energiemärkte, die Rohstoffmärkte. Oder werden die Rohstoffmärkte jetzt die Rallye auch fortsetzen können, die sie vorher hatten? Und damit zu den Aktienmärkten aufschließen. Eins scheint klar, das zweite Quartal war wunderbar, das dritte wird schon schwieriger, alleine durch das Auftreten von Corona und eben gerade diese Lieferkettenproblematik in Asien, die mit Corona ja auch zu tun hat. Das Ganze dürfte sich verlängern, dürfte damit weiter Druck auf die Preise ausüben, und das in Kombination mit dem Großtrend einer alternden, demografisch alternden Gesellschaft, steigende Löhne für Menschen, das ist die Kombination, die interessant wird. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Dienstag unter dem Video. China, Weltmacht Nummer 1? Servus und ciao.